Guten Abend und herzlich willkommen bei mir im Zentrum mit dem Thema Existenzkampf und Überlastung. Wie hoch ist der Preis der Krise? Österreich gleicht einem einzigen großen Warteraum. Warten auf die Impfung, warten auf Öffnungen von Handel, Dienstleistungen und Kultur, warten auf Arbeit, warten auf Präsenzunterricht in den Schulen. Das alles begleitet von Zorn und Sorge, Traurigkeit und Wehmut, Resignation und Ungeduld. Morgen hätte der Lockdown enden sollen, er tut es bekanntlich nicht und der 8. Februar wackelt auch schon wieder. Wirtschaft, Arbeitslosigkeit, Homeoffice, was braucht es, um die Last auf den Schultern der Menschen zu verringern? Und wäre die sogenannte No-Covid-Strategie führender Expertinnen und Experten eine gute Perspektive, um die Pandemie zu bekämpfen? Über Wirkungen und Nebenwirkungen der Pandemie fragen wir heute die Politik, Sozialpartner, einen Experten und zwei Praktikerinnen. Meine Gäste heute Abend, Margarete Schramböck, die Wirtschaftsministerin ÖVP, sagt, die Bewältigung der Krise kann nur gelingen, wenn wir noch einmal alle Kräfte bündeln und an einem Strang ziehen. Renate Anderl, die Präsidentin der Bundesarbeitskammer, fordert, gegen Arbeitslosigkeit gibt es keine Impfung. Wir brauchen rasch andere Therapien. Clemens Fuß, der Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung IFO München, meint, es gilt, das Virus gemeinsam vollständig niederzuringen. Katharina Rauschmeier, die Unternehmerin, mahnt, es braucht Planbarkeit, Klarheit und Verlässlichkeit für Unternehmer und Mütter. Und die Gastronomin Farangis Firusyan kritisiert, die Bundesregierung hat tausende erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen in dieser Krise zu Bittstellern gemacht. Auf ORF On können Sie unter debatte.orf.at/imzentrum debattieren. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Herr Fuß, Ihr Thesensatz eingangs lautet, es gilt, das Virus gemeinsam vollständig niederzuringen. Das ist ein Satz aus einem Strategiepapier, wo Sie mitgeschrieben haben, das sich eben No-Covid nennt. Viele namhafte Experten und Expertinnen sind da eben auch dabei, unter anderem die Virologin Brinkmann oder zum Beispiel der Soziologe Heinz Bude, aber eben auch aus der Politikwissenschaft, aus der Medizin, aus der Physik. Und diese No-Covid-Strategie bedeutet Ihrer Meinung nach einen Ausweg aus dem Teufelskreis Lockdown, Öffnung, Lockdown, also diese Zu-auf-Politik. Wie soll das funktionieren? Ja, es geht darum, das Virus loszuwerden, aber man muss wissen, das geht nicht von heute auf morgen. Man muss auch betonen, es gibt Konzepte unter dem Titel Zero-Covid, die sehr radikal sind, sagen, wir müssen alles schließen, Wirtschaft, Schulen, um auf Null zu kommen. Das ist nicht unser Konzept. No-Covid bedeutet, dass man versucht, eben herunterzukommen, aber auf jeden Fall Rücksicht nimmt auf die Wirtschaft und sich bemüht, eben die Wirtschaft offen zu lassen, wirtschaftliche Stabilität zu ermöglichen, aber gleichzeitig eben die Infektionszahlen herunterzubringen. Und ganz wichtig ist dabei, einmal regional differenziert vorzugehen. Das heißt, nicht zu fragen, wie ist es eigentlich flächendeckend in einem Land, wie hoch sind die Inzidenzen? Und zweitens sagen wir, es ist nicht klug zu öffnen bei einer Inzidenz von 50, denn das wird uns dann sehr schnell wieder über 50 führen und in den nächsten Lockdown. Wir sagen, wir müssen hart daran arbeiten, das Ganze weiter herunterzubringen. Wir müssen alle Mittel einsetzen, auch wenn wir bei 50 landen. Das sind einmal Lockdowns, aber natürlich auch Tests, Impfungen sowieso. Und das Ziel muss letztlich sein, alle Infektionen wirklich nachverfolgen zu können. Das ist aber erst aussichtsreich bei einer Inzidenz von etwa 10 in einer Region. Und wenn man das in einer Region erreicht hat, dann wird diese Region nach unserem Konzept zu einer grünen Zone erklärt. Und lokal begrenzt kann man dann eben öffnen. Das setzt aber voraus, dass man verhindert, dass die Infektion dann von außen wieder eingeschleppt wird. Das heißt, es muss Beschränkungen geben, keine Schließung von Grenzen, aber der Reiseverkehr muss mit Tests sicher gemacht werden und er muss auch auf den notwendigen Reiseverkehr beschränkt werden. Was offenbar auch ein Ziel der Strategie ist, ist, dass man, wenn man einen Lockdown macht, nicht mehr nach einem Datum geht, sondern erst, wenn man das Ziel erreicht hat, öffnet.
Genau, also das Ankündigen von Daten, das ist politisch verständlich. Die Öffentlichkeit sehnt sich danach, weil man wissen möchte, wann es denn vorbei ist. Aber wir erleben ja derzeit, dass die Politik dabei ihre Glaubwürdigkeit riskiert, weil man eben jedes Mal sagen muss, ach nein, jetzt ist es nicht der 10. Januar, sondern 2 Wochen später. Und dann stellt man fest, es reicht immer noch nicht. Wir gehen nochmal 2 Wochen später. Das ist keine gute Strategie. Das zermürbt die Öffentlichkeit. Ihr Wort hat Gewicht in der Wirtschaft, aber eben auch in der Politik. Aber der Gesundheitsminister Jens Spahn, der sagt, dass dieses Konzept einfach auf Deutschland nicht übertragbar sei. Das Land liegt in der Mitte eines Kontinents, in der Mitte der Europäischen Union. Das heißt, dass es nicht gut aussieht, dass die Politik hier dieser Strategie Leben einhauchen will. Wie wollen Sie denn die Politik überzeugen? Ja, man muss das Konzept wirklich erläutern. Null Infektion, das hört sich jetzt zunächst mal utopisch an. Es geht auch gar nicht darum, das morgen zu erreichen. Oder die grünen Zonen, dass wir Reisen beschränken, hört sich auch schwierig an. Und in der Tat ist Deutschland nicht Australien. Das sagen wir aber auch gar nicht. In Australien haben wir zum Beispiel den Großraum Melbourne. Da herrschen sehr ähnliche Verhältnisse wie in unseren städtischen Großräumen. Und da hat man eben diese Zonenpolitik verfolgt. Man kann die Dinge auch nicht eins zu eins übertragen, aber man kann sehr viel, das ist unser Argument, aus dieser Strategie lernen. Man muss sie dann anpassen auf unsere Verhältnisse. Auch Herr Spahn hat gesagt, natürlich will er die Infektionen auf null herunterbringen. Für die Politik ist es nur schwer, eben zu erklären, ja, wie kommen wir denn von 50, wenn wir dann aufmachen, auf null? Von selber wird das leider nicht passieren. Also ich bin überzeugt, so weit liegen wir gar nicht auseinander. Und die Politik hat ja bereits in Deutschland zumindest Elemente auch aufgenommen. Man hat den Lockdown verschärft. Das hätte man vielleicht auch ohne unser Konzept gemacht. Aber ich denke nicht, dass wir da so weit auseinander liegen. Man muss eben auch immer wieder betonen, es ist nicht dieses radikale Zero-Covid-Prozess-Konzept. Da verstehe ich, dass die Politik sagt, nein, danke, sondern es ist sehr differenziert und nicht so radikal. Bevor wir hören, ob unsere Politikerin, nämlich die Ministerin, nein, danke, zu dem sagt, möchte ich die Praktikerin fragen. Frau Ferusian, Sie haben einen Gastronomiebetrieb mit 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Am 8.2. sind die Gastronomiebetriebe fast 100 Tage geschlossen. Wenn Sie sich das anhören, was würde das für Sie bedeuten? Können Sie das nachvollziehen, wenn dann die Zahlen nicht weit genug unten sind, dass Sie dann weiter geschlossen halten müssen? Das Problem, das ich sehe, ist, ich verstehe natürlich die Politiker und die Verordnungen, die sich permanent anpassen müssen. Es ist für alle eine neue Situation. Ich sehe jedoch eine große wirtschaftliche Krise, die jetzt folgt. Und dass wir Unternehmer noch dastehen, ist nicht so selbstverständlich, wie es wirkt. Und in den Medien auch wird es oft so präsentiert, als ob wir alle viele Hilfen bekommen. Das mag punktuell stimmen. Es gibt, wenn man ein normaler Fall ist und einfach auf einen Knopf drückt, fließen Gelder. Aber es gibt sehr viele, die hier auf der Strecke geblieben sind. Und zu denen gehöre ich. Und ich hatte davor ein funktionierendes Unternehmen und werde wie eine Bittstellerin behandelt. Und so geht es sehr vielen Kollegen von mir. Und wir sind einfach müde. Wir sind wenn am 8.2. die Gastronomiebetriebe noch nicht aufmachen dürfen, was würde das für Sie konkret bedeuten? Naja, ich habe im Sommer mit meiner Mutter gemeinsam beschlossen, wir verkaufen unser Elternhaus, da die Hilfen noch nicht angekommen sind. Der nächste Schritt ist für mich jetzt, meine Eigentumswohnung zu liquidieren. Mir ist es wichtig und ich glaube an mein Unternehmen. Ich habe das 5 Jahre lang aufgebaut mit Herzblut und habe tatsächlich da drinnen Blut geschwitzt. Ich habe alles aus eigener Kraft aufgebaut. Und ich kämpfe natürlich für mein Unternehmen und meine Mitarbeiter. Weder ich möchte beim AMS sitzen, noch meinen Mitarbeitern das zumuten, abgesehen davon, dass ich Mitarbeiter habe, die aus Frankreich und Portugal zum Beispiel sind. Die haben bei uns auch gar keine Ansprüche auf AMS-Leistungen zum Beispiel. Das heißt, ich trage eine Verantwortung für viele Personen, die bei mir arbeiten. Und für mich bedeutet es, dass ich alles, was ich habe, weiterhin in mein Unternehmen stecken werde, wobei ich sehe halt die Regierung hier auch in der Pflicht. Und es kann nicht sein, dass ich fast nach einem Jahr noch keine Hilfen erhalten habe. Das ist
Also das mit den Hilfen werden wir auf jeden Fall noch besprechen. Mhm. Aber wenn Sie das vom Herrn Fuß gehört haben mit dieser No-Covid-Strategie, was halten Sie davon, wenn Sie das hören als Praktikerin? Naja, ich bin jetzt keine Spezialistin, was diese Verordnungen angeht. Also ich vertraue da der Politik und den Spezialisten. Ich finde, man sollte sich Meinungen wie diese viel mehr anhören. Ich halte ehrlich gesagt sehr viel davon, so lange das streng durchzuziehen, weil es ist eine Pandemie. Es ist, ich verstehe es auch nicht, wie wir im Sommer offen haben konnten, die Grenzen, ja, dass die Leute hier herumgereist sind nach Griechenland, Kroatien und so weiter. Ich bin dafür, dass man diese Verordnungen wirklich strikt durchzieht. Und, Gut, Frau Ministerin, was sagen Sie jetzt, wenn Sie beides hören? Ist das eine gute Idee, wie Herr Fuß sagt, diese No-Covid-Strategie? Ja, vieles, was ich von ihm gehört habe, ist ja eingeflossen. Wir sind ja laufend mit den Wissenschaftlern in Kontakt, mit den Sozialpartnern in Kontakt, mit den Unternehmen. Und es ist natürlich furchtbar zu hören, vor allem wie es der Gastronomie und dem Tourismus geht, der geschlossen ist und jetzt schon so lange geschlossen ist. Was ganz konkret, wenn ich darauf antworten kann, ist eingeflossen zum Beispiel schon einmal eine Zielrichtung. Unser Kanzler hat es auch gesagt, so circa 700 Neuinfektionen pro Tag. Das muss unser Ziel sein und da braucht es eben den Schulterschluss und wir brauchen da beides. Wir brauchen das Thema Testungen und wir brauchen das Thema mehr Abstand halten. Wir haben jetzt diese 2 Meter, nicht mehr den 1 Meter. Und wir brauchen die FFP2-Masken und danach natürlich und gleichzeitig die Impfungen. Warum das alles? Weil sich auch die Situation verändert hat. Und da möchte ich schon ein bisschen darauf eingehen, es hat sich auch ein Kriterium stark verändert und das ist die Infektionsrate durch das neue Virus, durch die Mutation, die vorher nicht gegeben war. Also wir schauen schon, wenn wir jetzt die Pläne machen und uns dann auch trauen, ein Datum zu sagen, dann sind wir ja mit Gesundheitsexperten zusammen, die uns genauen Mathematikern, die uns sagen, wenn die Infektionen jetzt so weitergehen mit diesen Bedingungen, dann geht es ungefähr in die Richtung dieses Datums. Wenn sich aber eine Bedingung so stark ändert wie die jetzt, nämlich dass diese Infektionsrate um 50% mehr ist, dann ist das wirklich viel. Das wird bedeuten, bei dem ursprünglichen oder bei den ursprünglichen Covid-Virus ist es 0,7 Leute stecken sie an und beim anderen 50% mehr. Also wenn sie einen anstecken, stecken sie dann 1,5 Menschen an und das ist wirklich eine große Veränderung zu vorher. Wir beraten morgen, wir wieder mit Gesundheitsexperten, mit den Landeshauptleuten, mit der Opposition und sicher auch in Gesprächen mit den Sozialpartnern und werden dann schauen, wo stehen wir und wie gehen wir weiter. Diese No-Covid-Strategie ist ja nach dem Vorbild von Australien und Neuseeland unter anderem und auch anderen Ländern. Wenn Sie eben selber zwar eben zitieren, den Bundeskanzler mit den 700 Neuinfektionen, bleiben wir bei dieser einen Zahl, die eben auch der Herr Fuß genannt hat, nämlich nicht diese 50 pro 100.000, wie es auch die Regierung will, sondern er sagt, man muss runter auf 10 und eben kein Datum mehr nennen, sondern so lange weiter tun, bis dieses Ziel erreicht ist. Halten Sie das für eine kluge Idee? Ja, bei mir schlagen immer 2 Herzen in meiner Brust. Das eine ist es, dass wir Infektionen grundsätzlich runterbringen müssen, damit so wenig Menschen wie möglich leiden, sterben und auf der anderen Seite natürlich die Wirtschaft. Und ich bin froh, der Experte hat es auch gesagt, wir müssen die Industrie offen halten, das Gewerbe. Der Industrie geht es relativ gut, die ist am oberen Ende der Erwartungshaltungen, konnten viele Mitarbeiter halten im Gewerbe auch, in unterschiedlichen Gewerbe, Tischlereien, Installateure und so weiter. Das heißt, wir müssen diesen Weg gehen, auf der einen Seite zu helfen, da gehen wir nachher noch darauf ein, mit Liquidität, mit Geld, diese Strukturen zu erhalten. Unsere Betriebe sind ja gesund in diese Krise hineingegangen und mein Ziel ist es, dass wir sie strukturell erhalten können durch finanzielle Hilfen, dass sie es nachher auch noch gibt und dass sie ihr Geschäft wieder aufnehmen können. Frau Präsidentin Anderl, jetzt ist es so, das Homeoffice, das wird eben auch propagiert, auch von der No-Covid-Strategie, dass das eben vermehrt eingesetzt werden soll, auch bei uns, aber nicht verpflichtend in dem Sinn. Es ist sehr schwer, wirklich Zahlen bei dem Homeoffice herauszufinden, die gibt es in der Form nicht. Es hat nur eine Umfrage des Gallup-Instituts im Dezember gegeben und haben 42% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angegeben, 2020 im Homeoffice gearbeitet zu haben.
Aber es gibt eine Frage, nämlich welche Arbeitssituation Sie für die Zukunft bevorzugen würden. Wenn man das fragt, dann sagen 26% der österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geben dann an, nur von zu Hause aus, also im Homeoffice arbeiten zu wollen. 61%, aber die Mehrheit sagen dazu nein. Für reine Präsenzarbeit am Arbeitsplatz sprechen sich 50% aus, 43% wollen das nicht und 55% der Befragten wünschen sich künftig flexibles Arbeiten, also zum Teil im Homeoffice und zum Teil am Arbeitsplatz. Wie sollen die Arbeit, glauben Sie wirklich, dass die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen hier guten Willen zeigen und jeder, der Homeoffice machen will, darf es machen? Ich glaube schon, weil wir haben ja gemeinsam in der Sozialpartnerrunde für Homeoffice viele Dinge festgeschrieben. Im Moment scheitert es am Finanzminister, dass wir hier eine Entscheidung haben. Und wir wissen jetzt, dass ja viel mehr Menschen als im Homeoffice sitzen. Und man muss ehrlich dazu sagen, viele, die nicht freiwillig im Homeoffice sind. Aber, und dass sie im Homeoffice sind, ist geschuldet einer Gesundheitskrise, einer Pandemie, wo wir sagen, es ist wichtig, es ist notwendig. Aber wir sind auch strikt dagegen, dass es verpflichtend wäre. Also es kann nur auf freiwillige Basis sein. Aber wenn auch unser Bundeskanzler sagt, dort, wo es möglich ist, sollen die Beschäftigten ins Homeoffice gehen, dann wäre es jetzt dringend notwendig, dass auch sozusagen Rahmenbedingungen fürs Homeoffice endgültig erledigt werden. Also da sind wir noch da. Es gibt nächste Woche noch einen Termin. Und ich wünsche mir wirklich, dass es hier zu einem Abschluss kommt. Warum es so ist, dass ja viele in Wirklichkeit, die jetzt drin sind, sagen, ich möchte zurück in das Büro. Ich erlebe einige, die im Sommer gesagt haben, vielen Dank, dass ich wieder ins Büro gehen darf. Das hat damit was zu tun, man ist sozial komplett isoliert. Man sitzt zu Hause, kann sich mit sich selbst unterhalten, mit der Katze, mit dem Hund oder mit wem auch immer, aber nicht wirklich wieder mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, und da wehren wir uns wirklich strikt dagegen, dass man glaubt, dass es jetzt ganz einfach ist. Wir haben die Schulen geschlossen nicht, aber ich muss gestehen, es gibt die ein oder andere, die tatsächlich auch geschlossen hat. Dann macht man ganz einfach Homeoffice und dabei dann die Frauen sich dann auch um die Kinder kümmern. Das geht einfach nicht. Es sind da wirklich die Frauen am Limit, die können nicht mehr. Und das sind auch, und was ich noch dazu sagen möchte, wir müssen davon weggehen, dass es dann Aussagen gibt, dass jemand sagt, es darf nicht sein, dass man aus Bequemlichkeit die Kinder in die Schule schickt. Das tut niemand. Es geht hier um die Kinder. Es geht darum, dass Frauen einfach nicht mehr können. Weil man muss sich schon vorstellen, man ist zu Hause, soll sich konzentrieren, indem man arbeitet und nebenbei auf Kinder aufpasst, auf ein Kind. Das reicht schon. Ja, da haben wir einen Gast, die Frau Katharina Rauschmeier. Sie sind Unternehmerin in Wien, sind alleinerziehende Mutter von 6 Jahre alten Zwillingen. Wie bei vielen berufstätigen Müttern bzw. Eltern hat auch bei Ihnen Corona eben den Tagesablauf ziemlich durcheinander gebracht. Sie haben uns netterweise ein paar Eindrücke von zu Hause mitgebracht. Um Ihre Kinder zu schützen, haben wir Ihr Gesicht aber verpixelt. Lange ausschlafen spielt es nicht. Sie stehen jeden Tag um 4:45 auf und arbeiten dann aus dem Homeoffice, während die Kinder in der Schulbetreuung sind, sagen aber selbst, dass sie am Nachmittag fast zu keiner Arbeit kommen, weil sie dann mit den Kindern lernen müssen. Wir hören es auch hier, dass sie Unterstützung brauchen. Mama, ich brauche Hilfe. Komm schon, Schatzchen. Dadurch dauert der Arbeitstag dann auch meist bis 22 Uhr. Frau Rauschmeier, eben vor einer Woche hat es geheißen, der Lockdown wird eben verlängert. Und dann hat es den Vizerektor gegeben, Oswald Wagner, der sich zwar am nächsten Tag dafür entschuldigt hat, dass er gemeint hat, es ist ganz wichtig, dass Homeoffice eingeführt wird. All diese Eltern können und sollten dann Kinder auch zu Hause betreuen. Was war da Ihre erste Reaktion? Ich habe gelacht. Ich habe mir wirklich gedacht, wie kann man so eine Aussage tätigen? Entweder hat er keine Kinder oder hat noch nie mit Kindern gearbeitet. Die Kinder brauchen ja Betreuung. Sie können ja noch nicht lesen, noch nicht schreiben. Meine sind 6 Jahre in der ersten Klasse, kennen keine Buchstaben, können nicht Mathematik. Das heißt, du musst dich ja wirklich hinsetzen und vom Grunde auf mit ihnen alles lernen. Und ich bin kein Pädagoge. Und gleichzeitig habe ich die Verantwortung für 26 Mitarbeiter, muss
die komplette Last ist ja auf mir. Ich muss mein Unternehmen leiten, ich muss schauen, dass die Aufträge kommen, ich muss schauen, dass die Aufträge gehalten werden, ich muss planen und gleichzeitig mich um meine Kinder und den Haushalt kümmern. Und es ist ja nicht nur Homeschooling, ich muss ja auch kochen dann. Es fällt ja alles, dann bleibt ja alles bei mir. Sie haben eine Firma mit 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Bildungsminister Fassmann hat eben appelliert und auch, glaube ich, von der Schule ist ein Brief gekommen an alle Eltern, dass eben die Kinder zu Hause bleiben sollen, wenn man Homeoffice machen kann. Genau. Was machen Sie jetzt? Ich gebe sie ins Hoffentlich Betreuung. In die Betreuung geben. Ich gebe sie in die Betreuung, zwar nicht den ganzen Tag. Sie kommen um 13 Uhr nach Hause, also so, dass sie gerade noch jetzt Mittag essen, weil irgendwann kann ich nicht mehr, es geht seit März so. Und irgendwann muss man auch auf sich selber schauen und sagen, okay, es geht einfach nicht mehr. Ich kann nicht alles gleichzeitig machen, ohne Unterstützung alleine. Mhm. Und Sie gehen bis 13 Uhr in die Schule. Frau Ministerin, haben Sie da Verständnis? Weil man kann sagen, Theorie trifft auf Realität. Na, absolut. Das ist ja genau das Ziel gewesen, die Schulen nicht zu schließen. Es ist ja oft gesagt, die Schulen sind geschlossen, das sind sie ja nicht. Und genau für diese Fälle, dass es möglich ist, wenn man nicht mehr kann, auch für Paare, wo die Mutter zu Hause ist, vielleicht auch hausfrei ist, dennoch einmal die Zeit braucht, auch für sich und die Unterstützung braucht. Und gerade für Mütter, die alleinerziehend sind, ist genau das Ziel, dass sie hier die Wahlmöglichkeit haben und das tun können. Und es ist auch wichtig, dass das akzeptiert wird und anerkannt wird. Der Appell des Bildungsministers ging natürlich an alle, um die Bewegungsabläufe zu minimieren, um gleichzeitig mit den Infektionen runterzukommen, dass wir die Betriebe wieder aufsperren können. Aber das ist vollkommen genauso gedacht. Herr Fust, wie schaut denn die Homeoffice-Regelung in Deutschland aus? Ja, in Deutschland hat es ja jetzt eine Neuerung gegeben. Dort sind die Firmen tatsächlich verpflichtet, Homeoffice dort zu gewähren, wo es möglich ist. Das heißt, die Arbeitnehmer können alle ins Homeoffice gehen, es sei denn, die Firma kann darlegen, dass Homeoffice nicht durchzuführen ist. Es ist allerdings nicht so, dass die Arbeitnehmer gezwungen werden können. Also man kann nicht Menschen zwingen, in ihren eigenen vier Wänden zu arbeiten. Aber das ist also keine reine Freiwilligkeit mehr. Wir schätzen am IFO-Institut nach unseren Untersuchungen, dass etwa 56% der Berufe Homeoffice-Potenzial haben überhaupt, dass wir derzeit aber eher so bei 20-30% sind. Da sind die Zahlen nicht sehr gut. Also da ist sicherlich noch Luft nach oben. Aber offenbar ist auch ein wichtiger Punkt, dass in Deutschland ja die Kinderkrankentage auch verdoppelt wurden, damit man eben auch zu Hause sagen kann, ich arbeite nicht, sondern kümmere mich allein um die Betreuung der Kinder. Das ist wahrscheinlich aus Ihrer Sicht sinnvoll und wichtig. Ja, ich glaube, wir müssen sehen, in dieser Pandemie gehören die Familien, insbesondere natürlich die Alleinerziehenden, wie wir wissen, zu den ganz, ganz schwer Belasteten. Und damit das Ganze überhaupt weitergehen kann, muss in der Gesellschaft Unterstützung fließen an diejenigen, die eben am härtesten betroffen sind, also an die geschlossenen Unternehmen in der Gastronomie, im Bereich Reise und eben an die Familien. Und es geht in der Tat auch nicht ohne Notbetreuung, ohne Betreuungsmöglichkeiten, das ist völlig klar. Vielleicht bevor ich zum Homeoffice noch etwas sagen. Also uns war ganz wichtig und es ist auch in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern, dass kein Zwang besteht. Also genau. In Österreich wird es das nicht geben. Das ist ein bisschen ein Unterschied zu Deutschland, die hier mehr den Zwang, sage ich jetzt mal, in den Vordergrund auch rücken. Und das Zweite, weil auch von Ihnen angesprochen worden ist, dass das Finanzministerium sozusagen das jetzt blockiert. Es ist so, die Sozialpartner haben etwas beschlossen und es wird jetzt eben evaluiert und der Arbeitsminister wird kurzfristig entscheiden, das hat er mir auch gesagt, weil natürlich ist eine Homeoffice-Regelung, auf die man sich gut verlassen kann, wichtig. Und sie soll auch eine sein, die nachher auch gilt, weil das hybride Arbeiten wird bleiben und es hat auch Vorteile, es ist immer gesagt worden, die Nachteile, ja. Ich glaube, eine gute Kombination ist es, die sich dann Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeinsam ausmachen. Bevor wir noch kurz zu den Verhandlungen kommen, aber der zweite Punkt, der in Deutschland auch ist, nämlich die Verdoppelung der Krankentage oder Pflegetage, wie das bei uns herrscht, ist das auch etwas, was man bei uns andenkt?
Bei uns gibt es die Sonderbetreuungszeiten für die Eltern, für die Kinder auf der einen Seite, die ja entsprechend ausgeweitet wurden, und natürlich den Pflegeurlaub, wenn das Kind wirklich krank ist, aus welchem Grund. Aber denkt man daran, das zu verdoppeln wie in Deutschland? Nein, das glaube ich nicht. Ich muss da mit meinen Kollegen, das ist nicht mein Schwerpunktbereich. Mein Schwerpunktbereich ist das Thema Wirtschaft. Aber wir haben Pflegeurlaub und wir haben die Sonderbetreuungszeit, die auch gemeinsam erarbeitet worden ist. Gut, aber das ist dann Sache der Unternehmer. Beides kommt aber nur zu tragen, wenn ein Kind krank ist. Bei der Pflegefreistellung ist es gleich, genauso die Sonderbetreuungszeit. Ich mag trotzdem zu den Kindern was sagen. Es geht aber nicht nur darum, ob Mutter und Vater zu Hause Zeit hat. Es geht darum, ob sie tatsächlich beim Lernen unterstützen können. Wir werden dann merken, dass unsere Kinder ein massives Defizit haben in der Bildung. Und wir sagen ganz einfach, Kinder müssen ein Recht haben, am Unterricht teilhaben zu können. Und es ist ganz klar, dass es ganz viele nicht können, das wissen wir. Und das ist, glaube ich, das Problem, das wir haben, dass manche Lehrer am Montag den Kindern Programme mitgeben, Aufgaben mitgeben und sich am Ende der Woche wieder melden. Und ich glaube, unsere Kinder müssen einen Unterricht. Gut, auf was da wirklich viele warten, trotzdem bei der Homeoffice-Regelung, dass die noch immer nicht gibt. Also sie sagen zwar, nächste Woche soll es was geben, aber seit wann wird jetzt verhandelt? Wir verhandeln jetzt seit 18. September, haben wir nachgeschaut. Schon September. Das sind jetzt Ende. 4 Monate. Warum dauert das so lang, bis ein Paket auf den Tisch liegt? Wir haben auch nicht tagtäglich verhandelt. Es gibt andere Termine, die man auch hat. Aber wir haben vor Weihnachten eigentlich mit unserer Arbeitsministerin damals ihr das vorgelegt. Das war arbeitsrechtlich okay. Und dann war für uns eigentlich klar, dass auch jene, die im Homeoffice arbeiten, auch bestimmte Ersätze bekommen sollen. Wir reden vom Homeoffice. Aber woran hakt es? Es hakt in dem Fall am Finanzministerium. Es geht darum, was bekommen jemand, der im Homeoffice sitzt. Ganz ehrlich, es kann ja nicht sein, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu Hause sitzen, sich das alles selbst machen. Wir wissen jetzt, dass viele zu Hause am Küchentisch sitzen, das weiß ich definitiv. Ich kenne sogar jemanden, die zu Hause im Homeoffice im Bett arbeitet, weil sie gemeinsam mit anderen wohnt und gar keine Möglichkeit hat, bei Tisch zu arbeiten. Und das geht auf Dauer nicht. Wenn ich heute einen Schreibtisch brauche, ich brauche einen Sessel, dann muss ja da irgendwas möglich sein, steuerlich möglich sein. Und also, an dem diskutieren wir genau, jetzt. Genau, es wird da kurzfristig, wir haben einen neuen Arbeitsminister, der ganz klar gesagt hat, das wird schnell, das ist eine seiner Prioritäten und das wird er sicher mit Ihnen jetzt sehr kurzfristig schaffen. Ist auch wichtig, dass das gemacht wird. Aber vom Arbeitsminister haben wir es okay. Was auch wichtig ist, ist, dass in der Schule unterstützt wird, dass die Kinder unterstützt werden. Auch dort wird der Heinz Fass von morgen auch etwas ankündigen, ein Paket, die Schüler in der nächsten Zeit besonders zu unterstützen und außergewöhnliche Maßnahmen dafür zu treffen. Wir wollen, dass sie nicht zurückbleiben, dass da Gerechtigkeit auch ist, dass wir jene Kinder auch finden, die sich schwerer tun aufgrund der familiären Verhältnisse. Genau. Und da wird es etwas ganz Besonderes geben, dafür und auch Mittel dafür, dass wir hier besonders ansetzen. Weil die systemrelevanten Berufe auch irgendwie angeklungen sind, eine Grafik, die wir Ihnen gerne zeigen möchten, weil das wahrscheinlich wirklich viel zu wenig wissen, wie viel hier auf Schultern vor allem von Frauen lastet. Berufe wie Bildung, Einzelhandel, Reinigung, Gesundheitsberufe oder Transportwesen. In den meisten eben dieser Berufsfelder ist der Frauenanteil sehr, sehr hoch. Beispielsweise im 88% der Beschäftigten in der Kinderbildung und Betreuung in Kindergärten und Horten sind Frauen, 86% an der Kasse bzw. in der Regalbetreuung, 83% eben auch der Reinigung. Um jetzt noch zu den Instrumenten auch zu kommen, in der Wirtschaft und um die Pandemie zu bekämpfen, Herr Fust, ein Instrument ist eben, damit die Arbeitslosigkeit, die eh hoch genug ist, aber die noch viel, viel höher wäre, wenn es das Instrument der Kurzarbeit nicht gäbe. Dieses Instrument, sagen Sie auch immer wieder in Interviews, ist aber kein Dauerinstrument. Wie lange hält man das durch? Ja, die Kurzarbeit kann eben verhindern, dass Arbeitsverhältnisse aufgelöst werden in Firmen, die im Prinzip funktionieren und jetzt nur vorübergehend außer Kraft sind. Allerdings kostet Kurzarbeitergeld natürlich sehr viel. Das wird in Deutschland finanziert aus Beiträgen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. Ich glaube, es gibt ein Problem, wenn man das sehr lange macht,
dann sitzen eben die Menschen zu Hause und man übersieht, dass es ja andere Aufgaben gibt. Wir haben derzeit einen hohen Personalbedarf, etwa im Pflegebereich. Also wäre es eigentlich wünschenswert, dass Menschen, die vielleicht in der Gastronomie oder im Reisebereich arbeiten, zwischendurch auch woanders arbeiten. Und wer Kurzarbeitergeld kriegt fürs Zuhausebleiben, hat eben keine Anreize. Man könnte also überlegen, ob man vielleicht Menschen, die einen anderen Job zwischendurch machen, nicht das gesamte Kurzarbeitergeld nimmt oder sonst irgendwie jedenfalls Anreize schafft, dass die Leute arbeiten. Wir müssen außerdem sehen, dass eben nicht alle Arbeitsplätze erhalten bleiben. Wir werden wahrscheinlich in der Gastronomie, vor allem bei den Hotels, aber auch bei den Fluglinien künftig weniger Leute brauchen. Also wir dürfen auch den Strukturwandel nicht vergessen. Ist in einer Krise sehr schwierig. Aber wir können nicht alles erhalten, was vor der Krise da war. Rechnen Sie in Deutschland mit einer großen Pleitewelle ab etwa März? Ja, das wird auf jeden Fall zunehmen. Das sehen wir in jeder Rezession. Wir rechnen nicht mit einer ganz massiven Pleitewelle. Das hat damit zu tun, dass oft Mechanismen anders laufen. Also es wird mit Banken verhandelt. Und dann haben wir natürlich sehr, sehr viele Finanzhilfen und sehr, sehr viele öffentliche Kredite. Meine Befürchtung ist eher, dass keine Pleitewelle kommt, sondern dass viele Unternehmen gelähmt sind, weil die Unternehmer sehr hohe Schulden haben. Wir haben gerade vorhin gehört, dass es dazu kommen kann, dass man sein Haus verkaufen muss oder seine Wohnung. Und das schwächt Unternehmen dauerhaft. Das heißt, vielleicht droht nicht die große Pleitewelle, aber eine dauerhafte Belastung, weil die Unternehmen, die betroffen sind, ihr Kapital verloren haben in dieser Krise. Und das kommt eben nicht so leicht zurück. Zum Thema Kurzarbeit an Sie beide, Frau Anderl und Frau Schramböck. Bis Ende März ist es ja verlängert. Die Kurzarbeit sollte es nötig sein, weil es doch noch länger zu Maßnahmen kommt, die eben dazu führen, dass die meisten nicht aufsperren dürfen. Wird dann auch dieses Instrument verlängert? Wären Sie dafür? Ja, also auf jeden Fall, dass wir schauen, die Kurzarbeit hat ja über 1 Million Arbeitsplätze gerettet und hat gegriffen, sowohl in der Industrie als auch im Gewerbe, in den unterschiedlichen Bereichen. Und es geht ja darum, die Fachkräfte auch in ihren Jobs zu halten. Also so ganz einfach ist es nicht, kurzfristig jemanden zu sagen, der in der Gastronomie arbeitet und genau, da gerne arbeitet, geh mal für 3 Monate in die Pflege und dann geh vielleicht wieder zurück. Ich glaube auch sehr stark daran, auch einen Aufschwung, der nach Covid kommen wird, der wird kommen. Ein Aufschwung, den wir auch steuern müssen und wo wir auch helfen müssen, dass diese Branchen ihre guten Fachkräfte auch halten können. Und da bin ich sehr dafür, dass man das Kurzarbeitsmodell vielleicht anpasst. Es ist ja ein Modell, das es vorher schon gegeben hat und das wir sehr rasch gelauncht haben. Wie anpassen? Ja, das werden wir sehen, wie sich und wie lange sich die Covid-Krise noch hinzieht. Aber es geht primär darum, dass es ein flexibles Instrument ist, das den Unternehmen und den Arbeitnehmern zur Verfügung stellt. Also das ist wirklich ein erfolgreiches Instrument. Und ein zweites, das wir haben, das in Deutschland zum Beispiel nicht gibt und für das ich sehr, sehr stark eintrete, ist jetzt genau in der Krise zu investieren. Das klingt natürlich jetzt für die Gastronomie und den Tourismus ganz utopisch, aber wir haben, ich weiß, das gilt, Tourismus und Gastronomie ist hier anders, weil sie zugesperrt oder ein Betretungsverbot ausgesprochen worden ist. Das betrifft alle zugleichermaßen. Wir haben 80.000 Anträge da, wir haben Investitionsvolumen von 30 Milliarden, in einem normalen Jahr 8 Milliarden. Aber woher soll diese Investition finanziert werden? Ja? Ja. Woher kommt denn das Geld? Weil zu uns kommt es nicht. Ja? Wir haben hier Handschellen, wir dürfen nicht arbeiten und wir haben keine Einnahmen und kriegen aber auch keine Hilfe und dann sollen wir investieren. Ich habe extra die Gastronomie und den Tourismus, der sehr stark betroffen ist, hier auch ausgenommen. Wir haben auch hier den einen oder anderen Antrag. Aber was ganz stark ist, ist natürlich Industrie, Gewerbe und auch ganz viele kleine Unternehmer, die jetzt in Digitalisierung investieren. Und das klingt vielleicht so, dass es jetzt nicht wichtig wäre, aber es ist umso wichtiger, weil das die Arbeitsplätze jetzt sichert. Natürlich ist es wichtig. Es ist wichtig, dass man investiert. Erstens möchte ich kurz zurück zur Kurzarbeit. Kurzarbeit ist wirklich das wichtigste Instrument, um Arbeitsplätze zu erhalten. Die Frau Ministerin hat es angesprochen.
Wir haben das wirklich in der Sozialpartnerrunde sehr schnell aufs Papier gebracht und man sieht, es funktioniert natürlich. Wir dürfen nur nicht vergessen, wir haben Gesundheitskrise, wir haben eine Pandemie und wir tun immer Maßnahmen und Regeln festsetzen, wie dämmen wir die Pandemie ein. Was wir selten tun und gar nicht, ist in Wirklichkeit viel schneller Maßnahmenpakete zu schnüren, wie dämmen wir die Arbeitslosigkeit in diesem Land ein. Und jetzt haben wir gerade gesprochen von der Kurzarbeit und ich möchte nur sagen, ich habe das kurz einmal angeschaut, wenn jemand in der Stadthotellerie tätig ist und ist 12 Jahre beschäftigt und wäre jetzt fast ein Jahr, sagen wir bis im März, sperrt nichts auf, dann ist die ein Jahr sozusagen in Kurzarbeit. Die man das angeschaut bei jemandem, der gerade mal 2000 Euro verdient, aber halt 400-500 Euro Trinkgeld im Monat macht, verliert diese Frau, sage ich jetzt bewusst, ich habe mir das bewusst angeschaut, ca. 11.000 Euro. Also auch ein Problem in Kurzarbeit zu sein, zwar einen Job zu haben, aber nicht wissen, wie es weitergeht. Und wir diskutieren immer bestimmte Bereiche. Ich glaube, was wir dringend brauchen, ist Beschäftigungsoffensive. Über das reden wir am wenigsten. Wir haben über eine 500.000 Arbeitslose und wir brauchen für die eine Perspektive. Gut, aber reden wir über die Perspektive von denen, die hier sind, nämlich die zwei Unternehmerinnen und Frau Ferusian. Sie haben das jetzt schon angesprochen und der Herr Fuster hat gesagt, wie wichtig es auch ist, Hilfen zu bekommen, vor allem zum Beispiel Kredite. Aber Sie haben ja offenbar eben, das hatte auch einen Grund, warum Ihre Mutter das Elternhaus verkaufen musste und Sie jetzt überlegen, die Eigentumswohnung zu verkaufen. Sie haben auch keinen Kredit bekommen. Welche Hilfen haben Sie vom Staat bekommen und warum haben Sie keinen Kredit bekommen? Es ist immer total spannend, wenn man diese Pressekonferenzen mehrmals die Woche verfolgt, weil es wird einem versprochen, man kriegt Hilfe und jedem wird geholfen und niemand wird zurückgelassen. Das hat unser Bundeskanzler in der ersten Woche mehrmals wiederholt und das hat auch nicht abgerissen. Nur ankommen tut sie nicht dort, wo sie hingehört. Es gibt ein paar, die kriegen es und die kann man natürlich dann an die große Glocke hängen, aber ein Großteil kriegt nichts. Es hieß, dass der Umsatzersatz im November sehr einfach zu beantragen und innerhalb weniger Tage am Konto landet. Die Beantragung war tatsächlich leicht. Man ist ins Finanz-Online reingegangen, hat einen Knopf gedrückt, das Ding lief. Nur die Probleme haben gleich ein paar Tage danach begonnen. Man hat eine Zusage bekommen. Ich habe meine hier mitgebracht, weil ich finde das sehr interessant, dass der Herr Blümel ja jetzt vom Ausfallsbonus spricht, der bis zu 30% des Umsatzes bis zu 60.000 Euro pro Monat dann betragen soll. Und es steht hier weiter, Rückblick auf den Umsatzersatz. Für den Zeitraum November sind bereits alle genehmigten Anträge ausbezahlt worden. Wir sprechen vom Umsatzersatz. Gut. Diese genehmigten Anträge schauen dann so aus, dass man eine E-Mail bekommt, ich habe meine auch mitgebracht, wo drinnen steht, man bekommt 2.300 Euro. Das ist der Mindestbetrag. Das ist das Einzige, was ich bis dato bekommen habe. Ja. Und den Kredit haben Sie nur, damit wir das, weil ich Sie das gefragt habe, warum Sie keinen Kredit bekommen? Sie sprechen von dem Kredit mit der 100%igen Haftung des Staates, der so groß angepriesen wurde. Ja. Den haben wir natürlich nicht bekommen. Weil die Gastronomie ist zu unberechenbar, wurde mir gesagt. Ich bin über zwei Instanzen bei meiner großartigen Bank, die ja Glaub an dich überall draufschreibt. Ja. Ich bin ein erfolgreiches Unternehmen. Ich habe letztes Jahr ein mehrstelliges Umsatzplus gehabt. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund, dass man mir keinen Überbrückungskredit gibt. Es ist ja, Frau Schramböck, was sagen Sie jetzt zu Frau Ferusian selber auch, und sie ist ja kein Einzelfall, der Rainer Will hat mir heute geschrieben, der Sprecher des Handelsverbands, dass er ihm auch sagt, der Teufel steckt im Detail und in der Bürokratie. Drei Viertel der gesperrten Händler rechnen heuer mit Verlusten, ein Drittel in den nächsten drei Monaten sind insolvenzgefährdet und eben auch, dass sehr viele Hilfen nicht ankommen, vor allem Ausfallbonus und Verlustersatz. Aber was sagen Sie direkt eben zu unserem Gast? Ja, man müsste sich den Fall natürlich ganz im Detail mit Ihnen auch anschauen. Bitte ich auch gerne an, dass wir das nochmal durchschauen und schauen, was wir tun können. Natürlich, ich habe auch die Banken mehrmals auch dazu aufgefordert, ihre bestehenden Kunden zu unterstützen. Dass sie keine neuen Kunden aufnehmen, das verstehe ich ja, aber bestehende Kunden zu unterstützen, das wäre ein wichtiger Punkt. Ich kann es jetzt mal vom Gesamtheit, ich weiß, das nützt Ihnen jetzt im Einzelfall nichts, aber wenn wir auf die Ebene gehen, wie viel haben wir aus?
kein Einzelfall, sondern ich bin ein Aushängeschild für hunderttausende Unternehmer, die ähnliche Probleme haben. Ja, es ist nicht mein Einzelfall. Wir haben in Österreich viele Unternehmer. Kollegen aus Deutschland da. Wir haben in Österreich natürlich, es ist die größte Wirtschaftskrise und es sind ganz viele Unternehmen betroffen. Und das habe ich auch gesagt, dass die Unternehmen in unterschiedlichster Art und Weise wirklich die Betroffenheit haben. Was wir jetzt getan haben, ist, wenn man es konkret macht, 32 Milliarden Euro bereits ausbezahlt. Da sind wir weit vor Deutschland. Wir haben zum Beispiel, Deutschland hat es nicht geschafft, den Umsatzersatz bisher rauszubringen. Können Sie, Frau Ministerin... Für den November-Umsatzersatz wurden 2,4 Milliarden ausbezahlt. Der Dezember ist noch im Laufen. Da wurden 600 Millionen ausbezahlt. Und ich nehme gern Ihren Fall, wir gehen den gemeinsam durch, eine Mitarbeiterin von mir, und wir auch selber schauen, dass wir schauen, was ist passiert, wenn sie im letzten Jahr gewachsen sind und stark gewachsen sind und der Umsatz weggefallen ist, dann muss es eigentlich, weil es ist ein ganz klarer Regel. Ich kann Ihnen genau sagen, warum. Ich möchte nur ein Ding, also ich habe Dutzende Mails bekommen heute von Kleinunternehmern und Unternehmerinnen, von EPUs. Ich will jetzt keinen irgendwie bevorzugen, um einzeln irgendwie das vorzulesen, aber sie fühlen sich von der Regierung im Stich gelassen. Und das sind eben Kleinstunternehmen mit bis zu 9 Mitarbeitern. Das macht insgesamt 500.000 im Land aus. Jeden vierten Arbeitsplatz stellen sie und vor allem eben viele EPUs. Können Sie das nachvollziehen, dass hier manche eben keine Lobby haben? Nein, also ich kann nachvollziehen, dass ganz, ganz viel Probleme da in diesen Unternehmen sind und auch ganz viel Angst, was da ist. Ich setze mich genauso ein und der Koalitionspartner für die EPUs, also ganz, ganz viele EPUs, genauso wie für die Kleinstunternehmen. Die Kurzarbeit steht zur Verfügung, der Härtefallfonds, im Umsatzersatz wurden im Durchschnitt 19.000 ausbezahlt, 19.000 Euro. Aber natürlich gibt es noch ganz viele Fälle und letztendlich wird es besser werden, wenn die Wirtschaft wieder anzieht, wenn man wieder arbeiten kann, wenn da wieder Hoffnung ist. Denn natürlich ist es nicht schön, vom Staat Geld zu nehmen oder Geld zu bekommen und hier von dem abhängig zu sein. Der Virus lässt leider nicht mit sich verhandeln. Ich hätte gerne offen. Ich würde gern die Gastronomie und die Hotels und alles offen halten, auch den Handel. Aber es geht aufgrund der Infektionszahlen nicht. Ich will nur die Frau Rauschmeier natürlich mit hineinnehmen. Was ist denn Ihre Erfahrung? Also ich muss sagen, ich kenne auch eigentlich die meisten Bekannten, die auch Kleinunternehmer sind, haben auch noch nichts bekommen. Und es muss schon langsam Geld fließen. Ich bin sicher, sie ist kein Einzelfall. Jetzt, wo sie sagt, sie steht ja da für 100.000 und ich kenne auch in meinem Bekanntenkreis. Das Geld wird fließen. Ja, nur wir brauchen es jetzt. Genau, wir brauchen irgendwann. Das Geld jetzt und nicht in ein paar Monaten, weil dann gibt es uns nicht mehr. Genug, die es nicht bekommen haben. Ich muss sagen, ich habe eine Investitionsprämie eingereicht und ich habe das Geld bekommen. Das ist das Positive jetzt. Ja, sie für haben mich. Schon von der Investitionsprämie. Ich habe investiert und habe das wirklich eingereicht und habe 3 Wochen später das Geld am Konto gehabt. Ja. Das muss man als positiv bezeichnen. Aber wenn ich meine Bekannten noch anschaue, dass sie da steht in der Gastronomie und sagt, sie hat kein Geld gekriegt. Das sind aber die meisten. Sie ist ja kein Einzelfall. Ich habe Kollegen, die haben auch Geld bekommen. Die haben auf den Knopf gedrückt und bei denen war der Fall so, dass es ein normaler Fall ist. Ihren Fall im Detail anschauen, was da passiert ist. Welche Hilfen erfasst? Wir schauen uns das an. Was ist mit all den anderen? Sie schauen sich einen Fall an. Ich freue mich sehr über dieses Angebot. Aber was ist mit den anderen? Was man nicht vergessen darf, dass 98% aller Betriebe sind Kleinst und also alle Betriebe unter 49. Die Regeln genauso und wie für dort die Großen. Ist ja die Gefahr, dass sie pleite gehen, am größten. Und das haben Sie, Frau Bundesminister, auch mit dem Herrn Bundesminister irgendwann im Jänner bei einer Pressekonferenz gesagt. Und wo halt ich wieder sage, aufpassen, da stecken über 900.000 Arbeitsverhältnisse dahinter. Also diese Betriebe, diese kleinen und Mittelbetriebe unter 49 Beschäftigte, haben insgesamt über 930.000 Arbeitsverhältnisse. Und das ist auch die Gefahr, dass damit die Arbeitslosigkeit steigt. Ich möchte den Herrn Fuß mit hineinnehmen und den Blick nach außen und von außen auch nach Österreich, weil Sie natürlich sich eben die unterschiedlichen Länder auch anschauen, wie die eben ihrer Wirtschaft und vor allem eben den einzelnen Menschen und den Unternehmerinnen und Unternehmern helfen. Was können Sie da sagen? Wo sind da die Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich? Und wo sagen Sie, sollte man auf jeden Fall sich auch noch ein zusätzliches Instrument überlegen oder ein anderes Instrument ausbauen, um den Menschen zu helfen?
Ja, ich fürchte, die Probleme, von denen wir hier gehört haben, die gibt es in Deutschland auch und in der Tat verstärkt. Die Novemberhilfen sind in der Tat noch nicht ausbezahlt. Wir müssen sehen, das ist ja natürlich ein riesen administratives Problem, dass wir völlig neue Instrumente entwickeln müssen. Irgendjemand muss die ja auch verwalten. Unter den Hilfen, die im Frühjahr gezahlt wurden in Deutschland, sind doch viele in die falsche Verwendung geflossen. Da hat es also Betrugsfälle gegeben und ähnliches mehr. Dafür ist die Politik dann kritisiert worden. Man muss also einen Mittelweg finden zwischen dem Verhindern von solchen Betrugsfällen und dafür zu sorgen, dass wirklich auch das Geld ankommt. Das ist keine einfache Aufgabe. Meines Erachtens hätte man stärker das Steuersystem einsetzen sollen, beispielsweise den Verlustrücktrag. Man kann Steuervorauszahlungen, die ein Unternehmer regelmäßig leistet für sein Einkommen, die kann man reduzieren. Wenn ein Unternehmen also in diesem Jahr Verluste macht, kann man das sehr relativ schnell erstatten über das Steuersystem. Da ist der Vorteil, die administrativen Vorgänge sind da. Das ist dann leichter. Also ich glaube, zumindest in Deutschland hätte man dieses Instrument stärker einsetzen können. Ob man es in Österreich gemacht hat, ist mir jetzt nicht bekannt. Also wir haben es gemacht. Es gibt diesen Verlustrücktrag. Genau das, was Sie sagen, Steuerschuld aus den vergangenen 2 Jahren kann gegen den Verlust gerechnet werden. Es gibt auch den Umsatzersatz in Österreich und der wird tatsächlich ausbezahlt. Wir haben eben für November 2,4 Milliarden und für den Dezember 600 Millionen ausbezahlt. Das sind über 150.000 Unternehmer, die das in Anspruch nehmen. Das ist ein Unterschied zu Deutschland, das nur angekündigt haben und nicht ausbezahlt haben. Uns geht es ganz stark, schnell die Zahlungen rauszubringen und überall da, wo es nicht funktioniert, nochmal mein Angebot, den Fall im Detail mit Ihnen anzuschauen. Aber ich möchte schon auch betonen, wenn wir 32 Milliarden ausbezahlt und überwiesen haben und fix zugesagt haben, sind wir in Europa das Land mit den meisten Beihilfen pro Kopf. Das nützt jetzt den Unternehmen in der Hinsicht, um über diese Phase drüber zu kommen, aber es ist schwierig und es ist grausam, weil dieses Virus grausam ist für den Wirtschaftsstandort. Nichtsdestotrotz muss ich als Wirtschaftsministerin auch sagen, wir müssen in die Zukunft auch schauen und schauen, wenn wir hinausgehen, brauchen wir Wachstum, wir müssen den Konsum wieder anregen, weil wenn die Leute wieder konsumieren können, wenn wieder offen ist, dann können sie zu Ihnen ins Gasthaus gehen, sie können in dem Tourismus, ich bin überzeugt davon, dass der Konsum wieder anziehen wird. Und das Zweite ist Investitionen. Sie haben es gesagt, Frau Anderl, wir hätten überhaupt kein Programm für die Arbeitslosen, das sehe ich nicht so. Wir haben diese 50 Milliarden, die dafür verwendet werden, die Investitionen, Infrastruktur wird ausgebaut in den Gemeinden. Das sind alles Themen, die Arbeitsplätze sichern im Moment und die Kurzarbeit ganz besonders. Und danach müssen wir jetzt in diesen Aufschwung gehen, der hoffentlich beginnt, sobald diese Gesundheitskrise überstanden ist. Nehmen wir uns noch mal die Zahlen der Arbeitslosen, damit sich die Menschen auch zu Hause noch mal orientieren können, wie sich die Pandemie auf die Arbeitslosenzahlen auswirkt. Das sieht man eben, wenn man sich die Arbeitslosenzahlen von Ende Dezember mit denen der Vorjahre vergleicht. Ende Dezember 2018 waren rund 414.000 Personen in Österreich ohne Job, davon rund 58.000 in Schulungen des AMS. Ende Dezember 2019 waren es rund 408.000. Und jetzt im vergangenen Dezember waren eben rund 521.000 Menschen in Österreich ohne Job, davon 61.000 in Schulungen des AMS. Sie bleiben ja dabei, Frau Anderl, dass Sie sagen, dass es ein höheres Arbeitslosengeld mit einer Nettoersatzrate von 70 statt bisher 55% geben sollte. Wir wissen, dass die Armut in diesem Land massiv im Zunehmen ist. Wir erleben Menschen, die heute in der Gefahr stecken, in die Armut zu geraten, die vor einem Jahr nicht einmal im Entferntesten daran gedacht haben, dass ihnen persönlich das passiert. Und wenn jetzt angesprochen wird, dass der Konsum wieder angekurbelt werden soll, dann fragen wir uns schon, wer am ankurbeln soll. Die Betriebe, die jetzt pleite gegangen sind, die Arbeitslosen, die auf die Hälfte ihres Einkommens zurückgefallen sind. Und jetzt haben wir Deutschland, da gibt es 60%, 67%, wenn Kinder sind. Wir erleben andere Länder mit 70%, in Belgien sind es 90%. Wir fallen von einem Tag am anderen, wenn ich meinen Job verliere, auf die Hälfte zurück. Meine Kosten, ob es Miete, Strom ist, alles, was ich im Haushalt habe, fällt gar nicht zurück.
Das heißt, wie soll denn das wollen funktionieren? Wollen Sie das für den, also das, da gibt es ja noch immer widersprüchliche Meldungen, aber wollen Sie das für die Zeit der Pandemie oder wenn die Pandemie beendet ist, geht man dann wieder zurück oder wollen Sie das? Es ist generell ein Problem, wenn ich heute meinen Job verliere und ich falle von meinem Einkommen auf die Hälfte zurück. Das muss man sich wirklich mal vorstellen, gut, was aber da über, passiert. Über darüber Wir hinaus. Wollen das. Und weil jetzt gerade angesprochen ist, es war ja im Herbst die Diskussion, dass es eine große die größte Arbeitsmarktstiftung der Zweiten Republik gibt mit 700 Millionen. Aber da fehlt uns vieles. Wir haben nicht das, was heute schon angesprochen worden ist. Was wir brauchen, ist eine Offensive, wie man Menschen weiterqualifiziert, umqualifiziert. Und es wurden einige Themen angesprochen. Wir werden sie in der Pflege brauchen, im Gesundheitsberuf. Wir brauchen sie in der Digitalisierung. Ganz viele Bereiche, wo wir wissen, dass wir zukünftig Arbeitsplätze brauchen werden, wo wir jetzt beginnen müssen, dort die Menschen auch hinzuqualifizieren. Aber und das, haben das wir Thema noch jetzt nicht mit getan. Der Arbeitslosenquote, also mit dem Arbeitslosengeld, Nettoersatzrate von 70 statt bisher 55%, chancenlos? Ich glaube, da hat unser neuer Arbeitsminister ganz klar gesagt, was seine Sicht dazu ist. Und was ist die Ihre? Die ist, das nicht zu erhöhen. Meine Sicht ist, jedem dieser Arbeitslosen zu helfen, möglichst rasch wieder in die Jobs zu kommen. Denn wir haben eine große Gefahr, hohe Arbeitslosigkeit bei hohem Fachkräftemangel. Ich sehe das ja, dass wir eben Bedarf haben im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der Pflege. Ich bin zum Beispiel ganz stark für die Einführung einer Pflegelehre. Warum? Weil ich davon überzeugt bin, dass viele Frauen, die nicht in das reine schulische System gehen werden, aber das sehr wohl tun. Und da kann ich Ihnen ganz ein einfaches Beispiel aus meiner Familie geben. Ich komme ja nicht aus einem Akademikerhaushalt. Meine Eltern durften beide keine Lehre machen. Das war noch eine andere Zeit. Meine Schwester hat Schneiderlehre gemacht, arbeitet jetzt im Krankenhaus. Und wenn man die fragt, hättest du eine Lehre gemacht, als Pflegerin, dann hätte sie wahrscheinlich das gemacht mit den 40, wo sie umgestiegen ist. Aber wir müssen das niederschwelliger machen. Da braucht es neue Berufsbilder, es braucht die Ausbildung und wir müssen die 700 Millionen mit Leben füllen. Die sind da eben. Und da ist meine Erwartungshaltung dann gemeinsam. Warten wir schon so lange. Und da arbeitet jetzt der neue Arbeitsminister sicher intensiv daran, dass er das auf die Straße bringt. Da vertraue ich ihm sehr. Wir brauchen diese neuen Fähigkeiten und es gibt genügend Jobs, auch bei den Lehrlingen. Frau Rausmeier, wenn Sie auch Geld. Ja. Weil real im Gesundheitsbereich, wenn ich meine Ausbildung heute starte, 700 Millionen gibt es kein Geld dazu. Frau Rauschmeier, wenn Sie dem jetzt zuhören, weil es ist ja so, dass Sie auch von Ihren Kundinnen und Kunden abhängig sind, dass die auch weiterhin ihre Dienste in Anspruch nehmen wollen. Aber hier ist ja offenbar auch, gehen ja auch sehr viele in Konkurs oder können nicht mehr zahlen. Auch in Konkurs, aber ich finde auch das Thema Kurzarbeit, wenn es dann eben die Leute verlieren das Geld, ja, sie kriegen weniger. Das heißt auch die Alleinerziehenden kriegen dann letztendlich weniger Alimente. Das heißt, kriegen sie weniger Geld, wenn sie in Kurzarbeit sind. Dann ist vielleicht der Vater auch, also der Ex-Mann, der Vater der Kinder auch noch in Kurzarbeit. Sie kriegt weniger Alimente. Das heißt, wie soll sie das dann alles noch leisten können? Das muss man ja auch einmal sehen und das wird eigentlich überhaupt nicht besprochen. Frau Firuzian, wenn Sie dem allen zuhören. Naja, ich bin einfach erschöpft und wütend, ja, weil es gibt so viele Probleme, die einfach unter den Tisch gekehrt werden. Und das ist irrsinnig anstrengend. Ich verstehe natürlich, dass die Politik jetzt in einer Situation ist, die für Sie neu ist. Das ist für uns alle neu. Aber Frau Schramböck, Sie sagen, Wirtschaftswachstum ist wichtig. Investitionsprämie, 2,7 Millionen Euro sind bereits angekommen. Es gibt Unternehmen, die haben dieses Geld gar nicht, um es zu investieren. Wie sollen die von dieser Investitionsprämie irgendwie profitieren? Wenn die Regierung einen Überbrückungskredit für alle Unternehmen, die funktionieren, ja, man soll meines Erachtens nicht die nicht funktionierenden Unternehmen mitreißen, aber wir kleinen, mittleren Unternehmen und gemeinsam mit den EPUs sind wir ein Großteil der österreichischen Wirtschaft und sich hinzustellen und dann zu sagen, wir müssen am Wachstumsmarkt von China ankoppeln und mit den Stärksten der Welt mitwachsen, sowas will ein Unternehmer jetzt in der Corona-Krise nicht hören, weil jetzt geht es ums nackte Überleben und wir kriegen keine Hilfen. Ja. Wie sollen wir unsere Unternehmen, unsere Mitarbeiter in die Zukunft tragen und wachsen?
Wie stellen Sie sich das vor? Angesprochen haben. Das eine ist das Thema, und ich habe es immer gesagt, Gastronomie und Hotellerie sind ganz stark betroffen. Wenn sie geschlossen sind und keine Einnahmen haben, können wir das Einzige, was wir tun, ihnen Liquidität geben, ihnen den Verlust ersetzen. Es gibt einen Verlustersatz und so weiter. Und da werden wir uns Ihren Fall noch mal gesondert anschauen. Aber das, was gleichzeitig passiert, und das dürfen wir nicht negieren, die Industrie läuft gut und auch das Gewerbe läuft gut. Und Gott sei Dank, und unsere Experte hat es auch gesagt, auch in Deutschland bloß nicht Industrie und Gewerbe zusperren, sondern offen lassen, arbeiten lassen. Und es ist Faktum, dass 80.000 Anträge gekommen sind im Wert von Investitionen, die ausgelöst werden, von 30 Milliarden. Und wenn wir dann wieder Gastronomie aufsperren können, werden auch die davon profitieren. Wir haben in der Österreich auch 20% von Unternehmen, das sind auch kleine Betriebe, die produzieren, die etwas herstellen. Und wir haben da die werden täglich getestet, einmal die Woche. Warum dürfen die offen haben überhaupt? Wir haben eine grundsätzliche, unterschiedliche Situation, weil bei Ihnen das Hauptthema ist, dass ein Kunde hinkommt, um andere zu treffen, sich zu unterhalten. Und das ist im Supermarkt nicht der Fall? Und das ist die Infrastrukturen, die wir erhalten müssen. Ich verstehe, es ist ganz, ganz schwierig, aber wir müssen die Infektionen zurückdrängen. Und das ist im Moment auch das Ziel. Wir sind eigentlich am Ende der Sendung angelangt. Ich möchte trotzdem dem Herrn Fuß eine letzte Frage und das Schlusswort sozusagen geben. Weil in diesem Papier No Covid haben Sie hinten auch aufgelistet die Mythen, die es gibt und die Sie entzerren wollen. Und ein Mythos ist, die Impfung allein rettet uns. Und Sie sagen eben nein, weil alle warten eben dauernd auf die Impfung und dabei braucht es parallel eben diese Maßnahmen. Also warum sagen Sie eben, das ist ein Mythos, die Impfung rettet uns? Ja, die Impfung ist natürlich extrem wichtig, aber wir sehen, dass das Ganze dauert. Wir sehen, dass die Produktionskapazitäten nicht da sind und deshalb müssen wir eben vorher handeln. Wir dürfen nicht allein auf die Impfung schauen, sondern wir müssen eben auf die Tests schauen. Wir müssen auch auf die Maßnahmen schauen. Da nicht nur die Schließungsmaßnahmen, sondern auch die, die Handeln ermöglichen, die das Offenhalten von Schulen oder auch von Industrieunternehmen ermöglichen. Wir können uns nicht zurücklehnen und hoffen, wir können jetzt mit halbherzigen Maßnahmen durchhalten, bis die Impfungen uns retten. Also in dem Sinne sagen wir, die Impfungen allein werden das Problem nicht lösen. Die Strategie No-Covid wird sicher also weiter heiß diskutiert und die Betroffenen warten auf die endgültigen Regelungen zum Homeoffice. Das Versprechen, es soll nächste Woche auf dem Tisch liegen. Nach der Sendung sehen Sie zum Holocaust-Gedenktag am 27.01. den Doc-Film Liebe war es nie, eine Liebe, die in Auschwitz zwischen einem SS-Offizier und einer jüdischen Gefangenen beginnt und 30 Jahre später in einem Wiener Gerichtssaal endet. Ich danke meinen Gästen hier im Studio und Clemens Fuß in München, Ihnen zu Hause fürs Dabeisein. Reden Sie darüber. Bis nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen.